Guten Tag, also guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar Module mit 1500 Volt Zertifizierung, Vorteile und Herausforderungen. Wir werden das Webinar natürlich aufnehmen und auch anschließend online stellen. Wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, diese dann im Chat zu stellen, damit ich diese am Ende beantworten kann. Im Anschluss an das Webinar werden wir sowohl das Recording als auch hier diese Präsentation zur Verfügung stellen und an die Teilnehmer auch versenden. Das Webinar insgesamt wird circa 30 Minuten gehen, anschließend noch Fragen. Genau. Wir werden heute uns unterhalten über, ich werde eine kurze Einführung geben, danach über die Vorteile. Dann ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, welche Herausforderungen gibt es. Und am Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was kann man sagen? Die 1500 Volt ist eine Erhöhung der maximalen Systemspannung von 1000 auf 1500 Volt. Das hat einige Vorteile, dass man zum Beispiel auch bei der Wechselrichterseite mit einer höheren Ausgangsspannung arbeiten kann, was wiederum bedeutet, dass man eine höhere Eingangsspannung in den Transformator hat und dadurch zum Beispiel größere Transformatoren benutzen kann, also größer von der Kapazität her, beziehungsweise einfach auch ein kleineres Verhältnis in der Umwandlung hat zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung, was auch die, sag ich mal, die Last beim Transformator reduziert. Die Module und so weiter. Hier gibt es natürlich auch dann gewisse Sachen, die zu beachten sind, dass also die Anforderungen an die Materialien sich erhöhen, zum Beispiel an die Junction Box, an die Stecker und auch zum Beispiel an der Rückseitenfolie. Und natürlich gibt es auch Effekte wie PID, worauf ich später noch eingehen werde, wo es auch Unterschiede gibt, wo sich dann auch andere Moduldesigns, sag ich mal, weitere oder die Vorteile, die sie haben, weiter ausbauen. Warum wurde das Ganze gemacht? Im Endeffekt kann man sagen, das Ganze wurde gemacht, um die Anzahl der Stringkabel zu reduzieren, also die Anzahl der parallelen Verbindungen bezogen auf Megawatt, weil ja die Stringlänge um ca. 50% steigt und sag ich mal, auch die Ausgangsspannung steigt, was auch dann wieder zu größeren Wechselrichter führen kann und auch zu größeren Transformatoren führen kann. Und so gesehen die Anzahl der Komponente, gerade bei, wenn ich weniger Strings habe, zum Beispiel weniger Generatoranschlusskästen habe. Das Ganze führt zu einem geringen CapEx, zu einem geringeren Installationsaufwand und dadurch zu einer Reduzierung der Stromentstehungskosten oder auch LCOE, also Levelized Cost of Energy genannt. Wir werden uns heute immer wieder auf dieses Bild hier beziehen. Wie Sie sehen, ist es ein Split der Kosten für die Stromentstehungskosten für die LCOE. Wir haben hier mit BOS Fixed und BOS Variable, das sind die Balance of System Kosten, das sind zum Beispiel Wechselrichter, Kabel, Transformatoren. Variable Kosten sind zum Beispiel typischerweise die Kabel oder Unterkonstruktion. Fixe Kosten, gerade wenn ich jetzt eine gewisse Kapazität installiere, zum Beispiel 10, 15, 20, 100 Megawatt oder selbst auch nur 10, 15, 20 Kilowatt, ist zum Beispiel der Wechselrichter. Dann ist natürlich ein Teil sind die Modulkosten. Das heißt, BOS plus CapEx sind die reinen, also plus Module sind die reinen CapEx-Kosten, Investmentkosten. Hinzu kommen noch die Finanzierungskosten, die natürlich abhängig sind vom Ort, von den gewählten Komponenten. Und hier ist einfach zu beachten, und zum Beispiel, dass eine bessere Bankability auch zu besseren Finanzierung, zu einer besseren Finanzierung führen kann. Das sind dann eigentlich sozusagen Softwarekosten. Dann habe ich noch OPEX. OPEX ist Operation and Maintenance. Das sind Wartungskosten. Diese Wartungskosten sind auch abhängig von den gewählten Materialien, vom Systemdesign und so weiter. Und dann habe ich noch DEV. DEV steht hier für Development, das sind Entwicklungskosten, zum Beispiel Projektentwicklungskosten. Diese Kosten sind, sind hier abgebildet, weil sich das Ganze auf Utility Scale, also auf Großanlagen bezieht. Welche Vorteile gibt es? Wie jetzt eben schon mal angesprochen, die Hauptvorteile sind die Kosteneinsparungen. Die Einsparungen, wie man jetzt hier sieht, ist jetzt hier ein Beispiel aus den USA. Ich habe hier mit dem 1000-Volt-System Kosten von ca. 1.700 Dollar oder 1,7 Dollar
pro Watt. Die Module sind etwas teurer, das wird hier angenommen mit circa 2 Dollar Cent. Dann habe ich noch den Wechselrichter, der auch hier teurer angenommen wird. Auf der Wechselrichterseite muss man sagen, ist es nicht unbedingt gesagt, dass sich langfristig die Mehrkosten tatsächlich da sind oder ob sich das nicht weiter reduziert. Da sind auch die Wechselrichterhersteller mit Aussagen noch relativ vage. Hier ist angenommen, dass auch hier die Kosten etwas sich erhöhen. Auf der anderen Seite habe ich die Einsparungen, zum Beispiel auf der Verkabelungsseite, auf den Combiner-Boxes, also sprich die Generator-Anschlusskästen, die die ganze Leistung sammeln und entsprechend dann zum Wechselrichter führen. Und natürlich dann die direkten Arbeitskosten, weil wenn ich weniger Generator-Anschlusskästen, weniger Kabel zu pflegen habe, habe ich weniger Aufwand in der Installation. Wenn ich jetzt das Gesamtbild anschaue, sieht man, dass trotz der Mehrkosten am Ende der Ersparnis hier angenommen wird von 2 Dollar Cent. Was natürlich dazu auch führt, dass die Stromentstehungskosten sich reduzieren, weil die CapEx kleiner ist. Ich muss weniger Geld finanzieren und ich habe auch weniger Komponenten zu warten, was auch den Wartungsaufwand reduziert. Als nächstes gehe ich mal jetzt ein auf zwei Beispiele. Einmal ein gerahmtes Modul gegen ein gerahmtes Modul. Hier habe ich circa eine Ersparnis von 4 Cent. Man sieht, dass die Ersparnis hauptsächlich dadurch kommt, dass die Kabelkosten und die Installationskosten, wie jetzt eben schon mal gezeigt, sich reduzieren um circa ein Drittel. Modulkosten sind etwas teurer angenommen. Man sieht aber, dass man ungefähr 4 Cent spart. Das führt zu einer Reduktion von 4,7%. Wenn ich das dann auf eine LCOE umrechne, mit einer typischen Einstrahlung jetzt für Europa, dann komme ich halt auf circa eine Senkung von knapp 4,9%, wenn ich sage, ich verbaue ein 1500-Volt-System anstatt ein 1000-Volt-System. Wenn ich mir das Ganze nochmal anschaue gegen ein rahmenloses Modul. Ein rahmenloses Modul ist beim Verkabeln genau das gleiche. Das heißt, ich habe beim Verkabeln die gleichen Ersparnisse. Bei der Unterkonstruktion sieht man schon hier, das ist jetzt hier der rote Bereich und der orange Bereich, sieht man jetzt, dass das leicht erhöht ist. Das ist einfach dadurch gegeben, dass man einfach mit einem rahmenlosen Modul vorsichtiger umgehen muss und die Installation je nach gewähltem System auch etwas länger geht. Vorteile des rahmenlosen Moduls, worauf ich auch noch später eingehe, ist, dass es eine längere Garantie gibt und eine geringere Langzeitdegradation. Das heißt jetzt hier in dem Fall, obwohl ich nur noch 2 Cent spare, wenn ich dann nachher den Vorteil sehe mit der reduzierten O&M, weil ich einfach eine bessere Haltbarkeit habe, das heißt eine geringere Stückzahl von Modulen über die Lebensdauer austauschen muss, und zusätzlich die geringere Degradation, habe ich eine LCU-Senkung von etwas über 5%. Das heißt, ich bin mit einem rahmenlosen Modul auf der LCU-Ebene etwas besser wie mit einem gerahmten Modul, welche beide auf 1500 Volt zertifiziert sind. Jetzt ist natürlich noch die Frage der Verbesserung des Ertrages. Ich habe jetzt mal geschaut, was heißt immer, es kommt zu einer Verbesserung und wo ist die Verbesserung zu erwarten? Ich habe jetzt mal bei den Wechselrichtern geschaut. Bei den Wechselrichtern muss man sagen, ist es relativ ähnlich. Dort bewegten sich irgendwo zwischen 98 und 98,5. Da ist jetzt also jetzt zum Beispiel bei Suncrow kein deutlicher Unterschied oder kein Unterschied zu erkennen. Das ist aber auch ein bisschen abhängig, welcher Wechselrichter eingesetzt wird. Es gibt Wechselrichter, die bei der höheren Spannung etwas besser arbeiten. Wo man auf jeden Fall dann leichte Verbesserungen hat, ist zum Beispiel bei den Stringkabeln. Jetzt hier basierend auf der Stringlänge, einmal mit 19 Modulen, einmal mit 29 Modulen, basierend einfach auf einem 72-zelligen Modul. Und einem Stringkabel von 6 mm habe ich hier einmal Kabelverluste von 0,12% bzw. 0,1%. Wenn ich dann von einem Generatoranschlusskasten annehme, ich habe einen 300, also ein Kabel mit einem Querschnitt von 300 Quadratmillimeter, tue ich die Verluste von circa 0,77% auf 0,63% reduzieren. Das heißt, bei richtiger Kabeldimensionierung kann ich die Kabelverluste reduzieren. Das
bei gleichem Querschnitt, was dazu führt, dass mein Ertrag verbessert wird. Hinzu kommt zum Beispiel auch, wenn der Wechselrichter einen höheren Wirkungsgrad zeigt bei einem 1500 Volt System, dass natürlich auch dieser verbesserte Wirkungsgrad zu einem erhöhten Energieertrag führt, und ein erhöhter Energieertrag führt automatisch zu einer Senkung der Stromentstehungskosten. Wie sieht es jetzt beim Betrieb aus, also bei der O&M, bei Betrieb und Wartung? Wie man jetzt sieht, jetzt unterhalten wir uns jetzt um einen Teil der Softkosten, das ist hier markiert. Wie Sie sehen, ich habe immer wieder das oben eingeblendet und markiert, über welchen Bereich wir sprechen. Jetzt haben wir hier, vergleiche ich ein 1000 Volt System auf 10 Megawatt Größe gegenüber ein 1500 Volt System auch auf 10 Megawatt. Und man sieht zum Beispiel, dass sich die Anzahl der Wechselrichter reduziert. Das einfach aufgrund der Größen, die verfügbar sind. Bei einem 1000 Volt System ist irgendwo so die Grenze bei ca. 2, bei 1500 Volt System 2,5. Standardmäßig geht aber auch hoch zum Teil bis 4,5, was man schon gesehen hat. Was aber signifikant ist, ist die Anzahl der Generatoranschlusskästen. Das heißt, hier sehe ich, ich habe 76, bei einem 1500 Volt System habe ich nur noch 50. Das heißt, bei meiner jährlichen Wartung oder halbjährlichen Wartung, wo ich durchgehe und die Generatoranschlusskästen überprüfe, muss ich 26 Stück weniger Generatoranschlusskästen überprüfen. Das bedeutet, mein Wartungstrupp ist auch schneller durch die Module durch. Und das führt zu einer Reduzierung der Stromentstehungskosten und ihrer Wartungskosten, also ihrer effektiven Wartungskosten. Die Anzahl der Module bleibt in diesem Beispiel jeweils mit 31.250 Modulen konstant. Jetzt eben schon mal angesprochen, die unterschiedlichen Garantien. Wir bieten unsere Module, also die 1500 Volt, also Module mit 1500 Volt Zertifizierung als gerahmte Module an. Das ist dann Glasfolie plus Rahmen, und als ungerahmt an. Die ungerahmten Module, sieht man hier, kommen mit einer Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer jährlichen Degradation von 0, also einer garantierten jährlichen Degradation in unserer Leistungsgarantie abgedeckt, von 0,5%. Im Vergleich zu einem Glasfolie-Modul, also sprich den gerahmten Modulen, ist es eine Reduzierung der jährlichen Degradation um 0,2%, und dort ist die Leistungsgarantie 25 Jahre. Und man sieht einfach doch deutlich, dass man jetzt hier blau dargestellt deutlich mehr Energie mit einem rahmenlosen Modul erzeugt. Warum konnte dies gemacht werden? Das hat zwei Effekte. Einmal der günstigere Aufbau. Die Zelle liegt bei einem Glas-Glas-Modul in der Mitte, somit in der neutralen Faser. Das bedeutet, wenn das Modul belastet wird, zum Beispiel durch Wind und Schnee, gerade Wind ist hochdynamisch, das heißt, es kommt immer zu vielen leichten Lastwechseln, kommt es über die Dauer, wie wir wissen, über zu den sogenannten Microcracks und irgendwann mal zu dem richtigen Crack. Wenn die Zelle jetzt in der Mitte liegt, also in der neutralen Phase, ist einfach mechanisch bedingt die Zelle weniger stark belastet, was zu einer höheren Lebensdauer führt und zu geringem Risiko von Microcracks und dadurch zu einer geringeren Degradation. Das führt dazu, dass die Degradation abnimmt und dass wir über die Lebensdauer deutlich mehr Energie erzeugen. Das heißt, auch hier nach 25 Jahren liegen wir bei einem gerahmten Modul bei leicht über 80% und bei einem ungerahmten Modul, also bei einem rahmenlosen, bei 83% der ursprünglichen Leistung. Was natürlich bedeutet, dass das in Kombination wieder mit verschiedenen Annahmen, zum Beispiel auch, dass das System gleich viel kostet, sag ich mal über das komplette System gesehen, dass man ca. 5% geringere LCOE, also Stromentstehungskosten, haben kann und dadurch auch einen höheren Profit von ebenfalls ca. 5%. Was kann auch noch gemacht werden? Jetzt in dem Fall sprechen wir hier über die fixen Balance of System Kosten. Man kann an dem Gesamtkonzept des Kraftwerks arbeiten. Das heißt, klassischerweise hat man hier ein 1000 Volt System, hat man hier einen entsprechenden Wechselrichter, dann hat man hier eine standardmäßige dreiphasige Ausgangsspannung von 360 bis 400 Volt, macht dann einen Transformator und speist eine Mittelspannung mit 20 kV zum Beispiel ein. Bei 1500 Volt geht es schon mal hoch auf 750 Volt. Einmal habe ich in der Regel größere Wechselrichter und ich kann einen größeren Transformator wählen. Weiter werden noch andere Systeme
diskutiert, wie man jetzt hier sieht, unter C und D mit Bipolar, um weiter die Systemspannung zu erhöhen, um im Endeffekt ein günstigeres Ausgangsverhältnis, also eine günstige Ausgangsspannung beim Wechselrichter zu erzeugen. Wenn ich mir jetzt aber mal die Transformatorengröße anschaue, bei den Beispielen A, B, C und D, und die Begrenzung des Stroms, was nur mal gesagt wurde von einem Hersteller, ist auf ca. 6.500 Ampere, dann habe ich eine maximale Transformatorgröße im Fall A von 2,3 Megawatt oder Megavolt Ampere, im Fall B von 3,7, bei C und D aufgrund der 1000 Volt kann ich sogar bis 6,5 gehen. Was natürlich bedeutet, dass die Anzahl der Transformatoren, die ich auch warten muss, entsprechend reduziert werde. Wenn ich jetzt ein 50 Megawatt Kraftwerk plane, wird hier unten in dem blauen Kasten als Beispiel dargestellt, und ich tue mein System von 1000 auf 1500 Volt upgraden, also sprich nur von A nach B, dann tue ich die Anzahl der Transformatoren von 22 auf 14 reduzieren. Was sind jetzt die Herausforderungen? Einerseits natürlich die Verfügbarkeit. Bei den Modulen, jetzt hier dargestellt, kann man sagen, insgesamt sieht es mittlerweile sehr gut aus. Auch bei den Steckern sieht es sehr gut aus. Zum Beispiel bei uns, wir haben für sämtliche gerahmten Module, gibt es 1000 Volt und 1500 Volt Variante. Unsere rahmenlosen Module, die Duomax-Serie, egal ob polykristallin oder monokristallin, kommt grundsätzlich mit einer Zertifizierung von 1500 Volt. Schwieriger wird es dann schon eher, wenn ich dann Richtung Combiner-Boxes gehe, also Richtung Generatoranschlusskästen und auch gegen Wechselrichter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte ein, aufgrund, sag ich mal, der verfügbaren Wartungstrupps oder aufgrund von der Topologie lieber ein dezentrales System machen. Es gibt auch mittlerweile dezentrale Wechselrichter, ich glaube von Sungrow, von Huawei. Die sind mir jetzt so im Kopf, die mittlerweile auch anfangen, 1500 Volt Geräte in der Größe von, glaube ich, 40 bis ungefähr 100, 120 Kilowatt anzubieten. Ansonsten typischerweise sind dann die Wechselrichter, die verfügbaren Wechselrichter, immer große Wechselrichter, also entweder als Komplettsystem im Megawattbereich oder mehrere Megawattbereichen. Hier ist nochmal die Übersicht über die Verfügbarkeit. Bei den Modulen kann man sagen, mittlerweile, das kann auf grün gesetzt werden. Kosten ist natürlich immer noch die Frage, wie viel ist der tatsächliche Mehrkosten. Hierzu einfach sich dann bei unserem Vertrieb melden. Die geben Ihnen dazu gerne eine detailliertere Auskunft. Und zum Beispiel bei einem Wechselrichter. Wechselrichter ist ein bisschen schwieriger. Da ist, sag ich mal, noch die Zahl limitiert. Sobald diese Anzahl auch größer wird, denke ich, werden dort auch die Kosten noch weiter senken. Genau. Einer der wichtigsten Punkte, die anzusprechen sind, ist PID. Das ist Potential Induced Degradation, also potenzialinduzierte Degradation. Hier ist jetzt mal der grundlegende Effekt. Das heißt, im Endeffekt baue ich ein elektrisches Feld zwischen dem Rahmen oder dem nächsten elektrisch leitenden Bauteil, was bei einem gerahmten Modul immer der Rahmen ist, und der Zelle auf. Über diesen Potentialunterschied kann es zu einer Degradation kommen. Jetzt sieht man hier einen Vergleich von einem Modul ohne Anti-PID-Zellen, gerahmten Modulen mit Anti-PID-Zellen und einem Glas-Glas-Modul. Alle unsere Module kommen grundsätzlich mit den Anti-PID-Zellen. Aber wenn wir uns jetzt immer noch anschauen, nur den Bereich 2, gerahmte Module mit Anti-PID-Zellen und die Duomax, sieht man eindeutig, dass die Degradation nochmal gut halbiert oder mehr als halbiert werden kann. Das Risiko von PID ist generell größer, wenn ich eine höhere Luftfeuchtigkeit habe, gerade auch noch gepaart mit einer höheren Temperatur, was dazu führt, dass die absolute Luftfeuchte natürlich bei einer höheren Temperatur deutlich höher ist, trotz, sag ich mal, eventuell gleiche relative Luftfeuchte oder zum Beispiel an Küsten oder Seeufern, gerade mit einer salzhaltigen Luft. Wenn ich mir jetzt die Unterschiede anschaue, das ist jetzt nur ein Querschnitt, also es zeigt jetzt das Modul im Querschnitt. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite das gerahmte Modul,
Das heißt, der Rahmen geht komplett um das Modul herum, ist mit der Unterkonstruktion geerdet, das heißt, ist komplett geerdet über die Unterkonstruktion. Das heißt also, im Endeffekt habe ich eine Induktionsschleife um die Zellen herum, und wenn zum Beispiel meine Oberflächen, sag ich mal, feucht sind aufgrund der Luftfeuchtigkeit, habe ich natürlich auch einen Leiter über die komplette Modulfläche. Das heißt, der Degradationseffekt kann über die komplette Fläche angreifen und ist auch, sag ich mal, entsprechend, sag ich mal, groß. Wenn ich jetzt mir ein rahmenloses Modul anschaue, habe ich entweder, wie jetzt hier dargestellt, Klemmen. Die Klemmen sind natürlich auch geerdet, aber so eine Klemme ist typischerweise zwischen 80 und 150, 200 mm lang. Das heißt, es ist immer nur auf dem Teilbereich des Moduls. Oder ich habe Lösungen, die auf der Rückseite verklebt sind. Dann habe ich so gesehen noch größere Abstände. Außerdem ist zu beachten, dass bei den Klemmen immer ein EPDM eingesetzt wird oder ein Polymer, der die Isolation zwischen dem Glas und der Klemme, also einerseits als Sicherung, damit also das Glas die Metallteile nicht berührt, und halt auch zur Isolation. Das heißt also, so ein Gummi ist irgendwo typischerweise zwischen 2 und 3 mm dick. Wenn ich jetzt ein gerahmtes Modul habe, ist es eingeklebt. Das heißt, es sind, sag ich mal, circa Millimeter oder weniger. Das heißt also, die Abstände bei einem rahmenlosen Modul zu dem nächstleitenden Bauteil, das heißt in dem Fall die Klemme, ist aufgrund des deutlich dickeren EPDMs einmal einerseits vergrößert, und auch die Angriffsfläche ist aufgrund der Klemmenlänge auch deutlich kleiner, weil es nur auf Teilbereichen des Modules angreift, wohingegen der Rahmen einmal um das komplette Modul herum geht. Das bedeutet, dass Glas-Glas-Module grundsätzlich weniger, sag ich mal, sensitiv sind auf PID aufgrund ihres Aufbaus. Zusätzlich, wie schon mal erwähnt, das geringere Risiko der Microcracks. Das heißt, wenn man Projekte baut, wo man sagen möchte, ich möchte Laufzeiten haben von 25, 30 Jahren oder gegebenenfalls mehr, macht es Sinn, sich über Glas-Glas-Module näher zu informieren und auch deren Einsatz, sag ich mal, zu bedenken, um auch langfristig den Gewinn sicherzustellen. Jetzt komme ich nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Die Vorteile, wie wir schon angesprochen haben, sind die Reduzierung der, also die Verlängerung der Stringlänge, die Anzahl oder die Reduzierung der elektrischen Komponenten um ca. 33%, die höhere Systemspannung führt zu einer höheren oder führt zu der Möglichkeit, höhere wechselrechte Ausgangsspannungen zu haben und zu größeren Transformatoren, was da dann resultiert in weniger Komponenten. Kann auch noch andere Kraftwerkskonzepte, die aktuell angeschaut werden, in Betracht ziehen, um die Ausgangsspannung nochmal weiter zu erhöhen. Und einfach die geringeren O&M-Kosten, einfach durch die geringere Anzahl von Komponenten. Was sind die Herausforderungen? Das ist natürlich die Angebotsbreite, gerade im Wechselrichterbereich, vor allem bei Strangwechselrichtern, wenn man jetzt mit einem dezentralen System arbeiten möchte. Das erhöhte PID-Risiko bei gerahmten Modulen aufgrund einfach der höheren Spannung, habe ich einfach ein stärkeres elektrisches Feld. Und gerade für den, man muss mittlerweile sagen, jetzt Deutschmarkt oder mitteleuropäischen Markt, doch die eher begrenzte Erfahrung mit 1500 Volt System, wenn man jetzt dort zum Beispiel schaut nach China oder nach den USA, die sind mit den 1500 Volt System wesentlich offener, und da sind auch schon einige umgesetzt. Hierzulande muss man sagen, ist die Anzahl der umgesetzten Systeme relativ gering, auch wenn man sich zum Beispiel also die Low Voltage Directive anschaut, also die Niederspannungsrichtlinie, die ja eigentlich sagt, Niederspannung geht bis 1500 Volt. Das heißt, auch dort sind ja eigentlich schon die Gesetzgebungen geschaffen, dass man das auch umsetzen kann. Und was natürlich auch wichtig ist für ein Monitoring-System, dadurch, dass meine Strings länger sind, brauche ich ein besseres Monitoring-System, um Fehlfunktionen zu identifizieren. Also Leistungsabweichungen, also wenn ich jetzt nur geringe Leistungsabweichungen oder relativ geringe Leistungsabweichungen beim Modul habe oder von String zu String. Hier ist einfach dann der Bedarf, dass man sagt, okay, bei 1500 Volt System ist ja die Abweichung von einem Modul, aber ich einen längeren String habe, weniger sichtbar als bei einem kürzeren String.
Das heißt, hier muss man einfach schauen, dass man auch ein entsprechend gutes Monitoring-System macht, um auch die Anlage überwachen zu können, um auch seinen Ertrag sicherzustellen. Was auch noch wichtig, Komponentenqualität. Hier ist jetzt mal ein Beispiel für Operation Maintenance, also Modultausch. Ich habe jetzt hier eine fiktive Stromentstehungskosten mal angenommen und gesagt, okay, Modultausch, was hat das für einen Nachteil, wenn ich jetzt ein gutes Modul einsetze? Bin ich, sage ich mal, bei 0%, wenn ich ein besseres Modul einsetze, kann ich das verbessern. Wenn ich jetzt allerdings auf das billigste Modul gehe, wo ich einfach eine hohe Ausfallrate nach ein paar Jahren habe, also nach 5 oder 10 Jahren, dann kann ich meine Stromentstehungskosten sehr schnell auch sehr stark negativ beeinflussen. Der Energieertrag natürlich wirkt sich auch positiv oder negativ aus. Das heißt, kann das Modul die Erwartungen erfüllen oder übererfüllen, und die Degradation. Wie man jetzt hier sieht, die Degradation, also die Reduzierung der Degradation, hat mit einem der größten Ausschläge und Einflüsse, weil das einfach über die komplette Projektlaufzeit geht. Auch aus deren Sicht muss man natürlich sagen, dass ein Glas-Glas-Modul mit einer geringeren Degradation die bessere Wahl ist, um auch diesen Vorteil mitzunehmen. Hier sieht man nochmal die Zusammenfassung der Stromentstehungskosten. Also wir haben jetzt gesprochen hier über die fixen BAS-Kosten, zum Beispiel mit dem Wechselrichterkonzept, variable BAS-Kosten, die Strom, also die Generatoranschlusskästen, Stringkabel, Module, verschiedene Möglichkeiten, gerahmt, ungerahmt. Financing haben wir nicht angesprochen, das wäre zum Beispiel die Bankability, wo wir sehr gut abschneiden und wo es auch wichtig ist, sage ich mal, wenn ich ein qualitativ hochwertiges System natürlich einsetze, dass auch sämtliche Komponenten hohe Bankability aufweisen, um auch entsprechend günstig gerade bei großen Projekten ans Geld zu kommen. Wir haben dann noch Operation Maintenance angesprochen, zum Beispiel die geringe Anzahl von Generatoranschlusskästen, dass es dort einfach auch zu geringeren Kosten kommt und zu Vorteilen. Wenn ich mir jetzt das nochmal anschaue, die relativen Einsparungen und Erhöhungen, wir sehen, dass wir bei den BOS-Kosten ca. 5% bei den fixen, bei den variablen Kosten ist einfach, weil es ja nur ein Teil ist, der Anteil höher, weil einfach die Verkabelungskosten doch einen gewissen Anteil ausmachen. Hier bin ich irgendwo in einer Größenordnung von 9 bis 10,5%. Die Module werden teurer. Hier angenommen mit 2,2 bis 5%. Und die Operation Maintenance, also die Wartungs- und Betriebskosten, hier ist eine Reduzierung von circa 4 bis 5% kann erwartet werden. Je nachdem, welches Systemdesign ich natürlich habe, je nachdem, welchen Standort ich habe, kann das natürlich auch nochmal variieren. Was man jetzt aber generell sieht, ist, dass die relativen Reduzierungen der Erhöhungen überwiegen und so mit 1500-Volt-Systeme entsprechend Vorteile bieten. Gerade auch, wenn ich jetzt in das Rennen gehen muss, auf bestimmte Strompreise zu bieten. Das heißt also, mein Ziel ist, möglichst niedrige Stromentstehungskosten zu haben, dann muss ich das komplette restliche System optimieren und hierzu bietet 1500 Volt natürlich die Basis. Nochmal kurz hier zwei Produkte, wie schon mal angesprochen, mittlerweile bieten wir alle unsere Produkte, das heißt alle 60-zelligen polykristallinen, monokristallinen, egal ob gerahmt oder ungerahmt, als 1500 Volt Module an. Bei den gerahmten gibt es zusätzlich noch die 1000-Volt-Variante. Hiermit darf ich mich schon mal bedanken. Ich werde jetzt noch mal kurz schauen wegen Fragen, diese Fragen beantworten. Und wie schon eingangs erwähnt, werden wir im Anschluss an das Ganze die Präsentation wie auch das Recording versenden. Hier ist gerade die Frage der Präsentation, ob es möglich ist, diese zu haben. Also die Präsentation wird Ihnen als PDF zur Verfügung gestellt und das Recording wird nachher online gestellt, damit Sie es nochmal anschauen können. Ich sehe jetzt hier aktuell keine weiteren Fragen. In dem Sinne bedanke ich mich schon mal für Ihre Zeit
Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wenn Sie noch Fragen im Nachgang haben, dann können Sie sich auch gerne direkt an mich wenden oder an unseren Vertrieb. Meine E-Mail-Adresse ist stefan.ringbeck@trinasolar.com. Ich werde dann gerne Ihre Fragen beantworten und die Präsentation werden Sie dann in den nächsten Tagen erhalten. Ich sage vielen Dank und wünsche einen schönen Tag.